Bisschen später als geplant, es ist jetzt Viertel vor 8, aber wie angesagt, gibt es einen kleinen morgendlichen Stream zu Shakes und Fidgets. Einmal kurz das Spiel starten und dann geht es da auch sofort los. Genau das wollen wir uns ansehen. Zwei Kämpfe stehen uns jetzt bevor. Der eine ist eine Verteidigung, der andere ist ein Angriff. Der Angriff ist einer der wichtigsten Kämpfe für mich jetzt gerade so, weil das die Rache ist gegen die Rumänen vom letzten Mal, oder vom vorvorletzten Mal. Aber eine meiner traurigsten Niederlagen zumindest. So, dann schauen wir uns den Kampf direkt an. Ja, das ist die gehoffte Rache. Mal gucken. Weil die ersten sind jetzt wieder diese kleinen 20er bis 30er und so, die werden sowieso alle wieder umkippen. Die letzten drei Gegner, die sind interessant. Müssen uns, ja. Vermute mal, also es ist wieder dein Magier und zwei Fernkämpfer. Könnte ein bisschen knapp werden. Ich schätze mal, der Magier wird von Pierre wieder, also von Jim Carroll wieder gut angehauen. Und von Zip Schlitzer wird der Rest weggemacht werden. Und dann ist nur die Frage, wie weit wir in die nächsten beiden dann reingehen. Der zweitletzte Gegner hier in der Gilde ist auf jeden Fall doch ziemlich gut, meiner Meinung nach, von den Werten her. Der könnte tatsächlich von einer kleinen Bedrohung werden. Das ist Sniper HD. Sehr gut geschossen hat er nicht, ne? Oh Herr, da gibt's das Maul. Na. So, das ist der viertletzte. Danach kommt Lyle und Lyle ist der Magier. So. Komm schon. Oh. So, jetzt sagt er. Okay. Wenn Lyle nicht crittet. Ah, 40.000. Sehr schön. Okay, bis auf 16.000 runtergehauen. Och komm. So. Das ist der gefährlichste aus der Gilde. Komm schon, Zipschlitzer. Mach ihn weg jetzt. Ich möchte ein paar Treffer sehen und die mies ins Auge. Wieder echt knapp, ey. Komm schon. Ausweichen. Treffen. Jawohl. Ah. So, der letzte. Ungefähr gleiche Lebenspunkte zu diesem Stand. Und ich habe 300 mehr Geschick. Das sollte doch wohl. Und 300 mehr Glück. Also, das ist doch wohl. Gelacht, wenn ich den nicht hinkriege. Alter, das ist schon wieder so ekelhaft knapp. Jawohl. Ich meine, easy going. Ja. Aber auch ganz entspannt, gerade bei der Sache. Ich habe nicht einmal daran gezweifelt, dass es auch nur nach hinten losgehen könnte. Erfolgreiche Rache. Ich denke mal, die Romania Puternica werden sich das hinter die Ohren schreiben und in ihre Geschichtsbücher reinschreiben, wie groß die Niederlage gewesen ist, die sie gegen uns eingefahren haben. Und sie werden uns auch noch in Generationen fürchten. So, weiter. Ein Kampf müssten wir eigentlich noch sehen können.
Okay. Wird nicht direkt aufgerufen. Wir schauen uns den einfach im Nachhinein nochmal an. Hier sehen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir auf jeden Fall den Kampf verloren haben. Gut. Der Vollständigkeit halber. Das sind halt tatsächlich doch einige zu viel drin, die. Es sind auch nur vier, aber die sind halt vom Level weitaus gefährlicher. Ja, das ist the greatest guild ever. Na, der 52er. Ich glaube, der Mariner, der machte vom Schaden alleine schon so viel wie ich als Fernkämpfer mit einem Level unter ihm. Oh, wir haben vorhin genügend Punkte gut gemacht, also da ist jetzt eine kleine Niederlage gegen The Greatest Guild, aber nicht das Problem. Gucken wir, wie weit wir noch kommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir nicht zum letzten noch hinkommen. Biesneret Matsmagudin. Ob das ein richtiger Name ist? Ist bestimmt ein Künstlername. Woher? Sag mal. War doch weitaus unpeinlicher, als ich dachte, die Niederlage. Ja, der 67er ist klar, der hat 400 mehr Geschick als ich. Alleine der wäre schon, glaube ich, eine große Problematik gewesen. Ohne seine Kollegen. Aber wir haben uns auf jeden Fall sehr gut geschlagen. Ich bin stolz auf meine Jungs, war eine gute Verteidigung. Wir sehen uns wieder zum nächsten Kampf. Diesmal wahrscheinlich nicht als Stream, sondern eher nur als Aufnahme. Und ich weiß auch noch nicht genau, gegen wen wir vorgehen wollen. Guck mal kurz in meine Liste, was wir da noch so geplant haben. So, die German Walker Hunter könnte man tatsächlich sich anschauen. Die sind, glaube ich, auch noch relativ leicht. Danach wird es dann schon wieder schwieriger. Neue Österreich war, glaube ich, relativ gut gewesen. Hat 4 Leben am Limit. Die sind wirklich, da kannst du an den Werten schon sehen, die leben ihr Hartz 4 Leben wirklich am Limit. Werden wir ins Auge fassen, ist auf jeden Fall noch genügend Material da für die nächsten Kämpfe. Und ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis dann der nächste Kampf wieder kommt. Jetzt muss erstmal wieder ein bisschen Geld gespart werden für den Gildenausbau. Und wenn dieses Wochenende dann rein zufällig ein Goldwochenende sein sollte, wird es auf jeden Fall dieses Wochenende noch einen Kampf geben. Ansonsten, wenn nicht zufällig noch eine Verteidigung ansteht, nächste Woche. So, bis dahin sage ich dann schon mal wieder vielen Dank. Das liegt mir noch zu Ende an. Und dann beenden wir das für heute. Es ist viel zu früh heute. Ich habe gestern wieder viel zu lange gemacht.